Digital kompakt. Wir werden heute ja auch ein bisschen tiefer da eintauchen. Also ich glaube, das Erste und Wichtigste ist, dass es halt ein systematischer Prozess ist, durch den halt Organisationen die Leistung ihrer Mitarbeiter planen. Performance Management hat das ja irgendwo auch schon implementiert. Wichtig ist auch noch, dass es darum geht, nicht nur das Ganze zu planen, sondern halt eben auch zu verfolgen, messbar zu machen, zu bewerten und, wie Florian eben auch schon gesagt hat, diese Entwicklungskomponente ist halt ganz wichtig. Es muss halt immer wieder ständig angepasst werden, weil die Performance von einem Jahr, wenn sich die Firma weiterentwickelt, ist vielleicht nicht mehr gleichzusetzen mit der vom nächsten Jahr. Ja, cool. Dann würde ich sagen, das, was du eben schon angedeutet hast, nämlich das Vergeben von richtig, richtig gutem Feedback, ist, glaube ich, was ganz, ganz viele da draußen interessiert. Also dann ist es vielleicht so ein guter Übergang, dass wir da mal ein Stückchen genauer drauf schauen. Lass uns da nochmal Stück für Stück durcharbeiten. Ich tippe mal, die meisten scheitern ja schon daran, oder? Also wir sprechen hier von der Skill and Competence Matrix. Das ist eine strukturierte und systematische Darstellung von Kompetenzen, Fähigkeiten und Qualifikationen, die in einem bestimmten Bereich, Beruf oder einer Organisation relevant sind. Das heißt, da geht es wirklich darum, aufzuzeigen, welche Fähigkeiten denn eigentlich gefordert sind. Na, auf den Geschmack gekommen? Dann nur noch einmal schlafen und dann kannst du die ganze Folge bei uns anhören. Einfach wieder auf Digital Kompakt in der Podcast-App deines Vertrauens. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, abonnier uns und aktiviere die Glocke, by the way. Cool, bis morgen.